Haben wir uns das nicht schon angeschaut? Achte, bei jedem Moment locker bleiben. Für die Fall soll ich schon. Nein, das haben wir uns nicht angeschaut. Heute? Ein. Ein. Loslegen, 2,50, komm. Max hatte schon 3? Ja. Nein, 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 das war ein anderes Video. Das war gegen diesen anderen Typen, gegen den Großen, mit dem Schlank, mit den Haaren. Gegen ihn haben wir uns das noch nicht angeschaut. Ja, das haben wir uns tatsächlich noch nicht angeschaut. Ich kann mich nicht daran erinnern. Locker bleiben. Energie sparen. Ja, oh, sehr schön. Ja, sehr schön. Nee, das haben wir uns nicht angeschaut. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Das haben wir uns noch nicht angeschaut. Also. Wie sag's euch doch, wir haben uns das noch nicht angeschaut. Alter, dieser Henki, der geht ja richtig ab, Mann. Junge, das ist ja, was ist das für ein kleiner Pitbull, der Henki? Der marschiert richtig nach vorne. Wiegt gefühlt 30 Kilogramm weniger als Max, aber marschiert hier wie ein Bulle nach vorne. Das ist halt was, was oft passiert. Hier muss ich kurz was reinreden. Und zwar, das ist halt egal, wie viel du zum Beispiel trainierst, egal wie gut das Training an den Pratzen oder das Techniktraining ist. Wenn du als Anfänger dann anfängst, Sparring zu machen und jemand mal wirklich wild reinkommt, da verlieren viele einfach die Übersicht und wissen nicht mehr, wie sie reagieren sollen, ja? Und einfach aus Instinkt versuchen, die sich dann wegzudrehen vor den Schlägen und sich zu verteidigen. Und das kann man ganz kann gut ausnutzen, wenn man weiß, dass man gegen jemanden kämpft, der noch nie wirklich seriös gekämpft hat. Ist auch übrigens ein Tipp, wenn ihr euren ersten Kampf macht, geht richtig aggressiv rein, ja? Geht richtig, richtig aggressiv rein. Die meisten werden unter dem Druck, den ihr da aufbaut, zusammenknacken und dann gewinnt ihr den Fight. Okay. Oh, guck, Max, du musst nach hinten, ne? Ja. Los geht's. Sehr gut, Henki. Max, komm on. Henki, let's go. Und Kopf hoch, Max. Ja, sehr gut. Oh, shit. Ja. Schöne Treffer. Aber dieser Henki macht echt gut Druck. Max muss lernen, dagegen zu halten. Er hat mehr Gewicht, er ist größer. Er müsste seine Arme einfach nur ausstrecken, wenn der Gegner reinkommt. Ja, ja. Du weißt ja nicht, was ich machen soll. Let's go, weiter. Das ist das Training. 30 Sekunden. Jetzt rein, der kann nicht mehr, Jetzt rein, jetzt. Ja, oh. Jetzt noch mal weiter. Ja, was geht denn bei mir ab? Voll der Alarm draußen, voll die Party, eine Sirene nach der anderen. Irgendwie kommen die näher. Habe ich den Herd irgendwie angelassen? Die sind bei mir einfach direkt um die Ecke. Irgendjemand hat mich vorhin verpetzt. Irgendjemand hat safe vorhin Polizei angerufen, wegen den Kommentaren, die ich wegen rechts und sowas gemacht habe. Irgendjemand hat jetzt hier Razzia bei der Polizei gemeldet, von wegen rechtsradikaler Streamer macht Propaganda für was weiß ich was. Und jetzt stimmt hier gleich die Polizei wahrscheinlich bei mir rein. Ich warte, bis das SEK bei mir reinspaziert gleich. Komm, rein, 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 zurück zum Video. Ey, Henki macht echt gute Arbeit hier auf jeden Fall. Dranbleiben. Guck mal, der nicht. Geht, geht, geht.
Oh, dann kommt er. Das ist so geil. Im Hintergrund hört ihr die ganze Zeit, oh, ja. Hört mal hin. Oh, dann kommt er mit dem Linken. Shit, man, den sollte ich als Kommentator, wer auch immer da gerade hinten am Kommentieren ist, den sollte ich als Kommentator bei Hades einladen. Jedes Mal, wenn irgendwie eine Aktion gemacht wird, oh, ja. Sieht bitte aus. Digga, die Beine arbeiten. Guck das mal an. Okay. Jetzt Jovi, ran, jetzt schnell Jovi. Oh! Ja! Ja! Oh! Oh, da ist der Kampf vorbei. Oh. War der Treffer gut? Ich habe gerade den Chat gelesen. Ich habe gerade nicht auf den Treffer geachtet. Sauber! Ein bisschen an den Hinterkopf und dann macht er erstmal einen Gazellensprung. Wir gehen den da runter. Ich bin nicht drin, ich bin nicht drin. Stopp. Die Jungs müssen halt lernen einzustecken. Das ist halt das, was sie noch gar nicht können, ne? Viele von denen, also die meisten von denen wurden halt noch nie so richtig hart getroffen. Und das ist halt etwas, was problematisch wird. Ne? Die müssen lernen einzustecken. Ich bin wirklich überrascht. Eine Minute zehn. Warte, bin ich eben bei 40 Sekunden? Nee. Das müssen ja lernen, die müssen wirklich lernen, wie das ist, wenn man mal hart getroffen wird, weil das wird den Unterschied machen. In dem Kampf wird das wirklich den größten Unterschied machen. Wer von denjenigen, die da im Ring stehen, kann Schläge besser wegstecken? Weil viele Leute werden getroffen und dann wissen die gar nicht mehr, was sie machen sollen. Auf einmal kriegen sie Panik, ne? Und ja, das wird der Unterschied sein in dem Fight.